sie, oh, dann brauchst du jetzt Futter, Futter. Obwohl keiner der Alien-Kreaturen auf Breslin 2 fühlend sind, weil es uns auch ohnehin nicht interessiert, wir haben sie nicht gefragt, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auf fühlende Wesen treffen und sie essen. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Stellaris. Overlord erscheint heute am 12.05.2022 und mir liegt es schon eine Weile vor. Ich durfte es vorher leider nicht zeigen, aber ich hatte Gelegenheit, hier schon mal ordentlich reinzugucken. Obwohl ich zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, noch ordentlich Zeit habe, habe ich richtig Bock darauf, hier noch tiefer rein zu nörden, denn die Änderungen sind teilweise wirklich so... Da kommt nämlich auch noch parallel dazu der Patch Cepheus mit und der ändert eine ganze Menge am Gameplay. Es sind teilweise so gut versteckte, aber richtig gut gemachte Änderungen. Ein Beispiel zum Beispiel die Ressourcensilos, die fassen jetzt 10.000, nicht mehr 3.000, 10.000 Ressourcen. Wenn du ein paar von den Dingern baust, kannst du quasi Dagobert Duck im All spielen. Also das ist richtig krass, was jetzt hier geht, aber es gibt noch mehr Sachen. Nur so als kleines Beispiel, auch die Ressourcenspeicher übrigens in den Raumstationen sind jetzt besser. Die waren, glaube ich, früher bei 2000, jetzt sind sie gleich bei 5000. Wir werden es gleich in-game sehen. Ich habe nämlich da welche gebaut. Ich habe nämlich da einen Speicherstand vorbereitet, wo ich euch ein paar Sachen zeigen möchte. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch ganz, ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass es auch jetzt wieder einen Rabattcode gibt, den ihr unten in der Videobeschreibung finden könnt. Den werdet ihr einfach bei GamesPlanet an der Kasse angeben und dann wird für euch Overlord günstiger. Benutzt am besten dafür unten den bereitgestellten Affiliate-Link von GamesPlanet dorthin. Dann könnt ihr es direkt in den Warenkorb packen und dann das besagte DLC-Line für euch erwerben. Und wenn ihr das tut, bekomme ich eine kleine Provision vom Shop. Sage Dankeschön dafür. Ihr zahlt allerdings nicht diese Provision, die ist im Preis schon enthalten. Für euch kommen keine Mehrkosten hinzu. So Leute, wir gehen in neues Spiel rein. Ich zeige euch als allererstes mal die neuen Hintergründe, ne, damit wir hier auf jeden Fall schon mal wissen, um was es geht. Es geht hier um den Vorläuferschwarm, unterirdisch, Katapulte den Stern, Lehrer des Schleiers und Reichslehen. Reichslehen ist der Hintergrund, der euch von Anfang an ermöglicht, gleich schon mal diese neuen Vasallentechniken als Vasall auszuprobieren. Und das erlebt ihr auch in einem neuen Let's Play, also einem Roleplay, Multiplayer Let's Play mit Range und Strategie und mir. Wir haben nämlich eine neue Runde angefangen, weil nämlich das neue System mit dem alten nicht kompatibel ist und wir uns entschließen mussten, quasi machen wir das alte ohne Overlord weiter oder machen wir das neue mit Overlord weiter. Und dann haben wir uns halt für das Neue entschieden. Und wir müssen gucken, ob wir irgendwann mal vielleicht die Steinkult-Sache, Pungos und Eduka, vielleicht mal im Stream zu Ende bekommen oder sowas. Auf jeden Fall, Reichslehen ermöglicht es euch von Anfang an gleich Vasall eines höheren entwickelten Sternenreichs zu sein. Und da könnt ihr euch am Anfang aussuchen. Seid ihr ein Scholarium, seid ihr ein Bollwerk oder ein Prospektorium? Und das bringt euch halt Militär, Wissenschaft oder Wirtschaft. Und zwar richtig knallhart. Also da geht es richtig ab. Ihr bekommt da unglaublich geile Boni. Mehr Infos dazu in meinem Let's Play zusammen mit Ranger und Strategieecke. Da stelle ich nämlich dort die genauer vor. Die Lehrer des Schleiers wird euch wahrscheinlich der Ranger etwas näher bringen, denn... Der hat da sich schon mal so ein bisschen reingenördet. Ich persönlich habe da noch nicht so viel reingeguckt. Ich kann euch nur so viel sagen. Mit Lehrer des Schleiers habt ihr von Anfang an, seid ihr latente Psioniker. Ihr habt bereits schon Kontakt zu einer neuen Art von Enklave, der Schleiersignalstation. Beziehungsweise, nicht weiß, ihr könnt ja eine Schleiersignalstation bauen, genau. Und ihr habt genau die Schleiergänger-Enklave bereits schon entdeckt. Und die kann man auch so entdecken. Ich weiß allerdings nicht, ob es Unterschiede gibt zwischen quasi, ich bin von Anfang an jetzt hier Lehrer des Schleiers oder finde sie erst unterwegs quasi so mehr oder weniger wie die anderen Enklaven. Das müssen wir erst noch herausfinden, denn dieser DLC hat so viele Änderungen mit sich gebracht. Obwohl ich jetzt hier glaube ich schon 20 Stunden jetzt drin sitze, habe ich noch lange nicht alles gefunden. Katapult zu den Sternen, ja, das ist das Quantenkatapult. Damit könnt ihr eure Flotten quer durch die Galaxie ballern. Ihr werdet zwar nicht unbedingt zielgenau treffen, aber ihr könnt auf jeden Fall damit schon mal größere Strecken überbrücken, bevor es vielleicht irgendwelche Sterntore gibt. Und es geht auch deutlich weiter als zum Beispiel der Sprungantrieb. Der Witz an der ganzen Sache ist, ihr könnt das hier schon relativ früh machen, obwohl ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, dass das jetzt in der Regel ein großer Vorteil ist. Ich glaube, so ein Katapult zu den Sternen ist erst im Mid- und Endgame wieder sehr, sehr nützlich.
wenn man sehr, sehr überraschend einfach mal quasi die gesamte Galaxie einfach überbrücken möchte. Aber das ist nur meine momentane Einschätzung. Vielleicht übersehe ich da auch etwas. So richtig tief reingehen konnte ich noch nicht. Ich habe mich insbesondere halt mit dem Reichslehen und mit dem Vorläuferschwarm beschäftigt. Da ist die meiste meiner Zeit hineingeflossen. Noch ein Wort, bevor wir zum Vorläuferschwarm kommen, zu unterirdisch. Unterirdisch ermöglicht es euch jetzt quasi Wühlmäuse oder Zwerge im All zu spielen. Ihr startet de facto wirklich in einer Welt, in der ihr unterirdisch lebt. Ihr seht, habt auch einen schönen kleinen Hintergrund da. Da wird euch wahrscheinlich der Strategie-Ecke ein bisschen mehr davon zeigen können, denn der hat sich das etwas näher angeschaut. Und ja, was haben wir hier für Vor- und Nachteile? Die Vorteile sind, dass wir weniger Schaden durch Orbitalbombardierung bekommen, weil wir de facto unterirdisch sind. Es ist fast nicht möglich, uns da unten eigentlich zu treffen. Dafür sind halt quasi Distrikte und Gebäude bei uns 10% teurer und es dauert auch 10% länger, sie zu bauen, denn wir müssen ja erstmal Platz schaffen unter der Erde, also mitten im Fels. Aber dafür haben wir dann auch noch für jede 3 Bergbaudistrikte 2 zusätzliche Wohnräume und einen Bauplatz, den wir freiräumen. Was ganz, ganz nice ist, das ist so eine Art landwirtschaftliches Idyll in Light für Bergbauplätze. Der Gag ist, landwirtschaftliches Idyll ist ja ein Staatselement und das hier ist ein Hintergrund. Ich habe schon geguckt, das ist miteinander kombinierbar. Kann dann sehr, sehr wild werden, glaube ich. Und das Letzte ist der Vorläuferschwarm. Der Vorläuferschwarm, meine lieben Freunde, sieht auf den ersten Blick sehr, sehr fragwürdig aus, weil er bringt euch erstmal auf den ersten Blick nur Nachteile. Ja, das Spiel verschweigt hier an der Stelle die Vorteile. Das hier sind die Sachen, die passieren, wenn ihr den Vorläufer nicht nutzt. Was ist der Vorläufer? Der Vorläufer ist im Grunde entweder ein Gebäude oder ein Schiffstypus. Den gibt es von Korvette bis Schlachtschiff in allen Größen. Der im Grunde erstmal genau das gleiche theoretisch kann. Nur mit dem Unterschied, dass er halt diesen Vorläufer-Slot hat. Und den solltet ihr drin haben. Wenn der drin ist, verschwinden diese Mali und ihr bekommt stattdessen Boni. Und diese Boni sind ziemlich krass, stehen hier allerdings nicht dran. Und sorgen dafür, dass eure Flotten unglaublich punchy werden. Also die sind richtig heftig dann unterwegs. Und es gibt auch Sternbasengebäude, die dann quasi innerhalb eures eigenen Gebiets euch noch mehr Kampfboni verleihen. Wir werden es gleich gemeinsam sehen, denn ich habe gleich vor, mit euch ein neues Let's Play zu starten. Aber bevor wir das machen, wollte ich euch gerade eben noch mal ein paar Ausschnitte zeigen, genau aus meinem Vorbereitungsspiel auf dieses Let's Play. Und da gucken wir es am besten einfach mal rein. Und da sind wir auch schon, meine lieben Freunde. Das kann ich euch jetzt hier gerade eben mal zeigen, wie das jetzt hier schon aussieht. Das, beziehungsweise in dem Fall heißt es Nachkommen und nicht Vorläufer, warum auch immer das so ist. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt hier diese Nachkommen-Korvette. Das ist im Grunde eine ganz normale Korvette. Das hier ist dieses neue eingebaute Teil, wie ihr seht. Und ihr seht, die Boni auf Genauigkeit, Feuerrate, Ausweichen und Unterlichtgeschwindigkeit sind schon frappierend. Also die sind krass und gleichen quasi diese Mali mehr als aus. Ihr habt da richtig krasse Vorteile, mit denen ihr arbeiten könnt. Und das Ganze gibt es auch als Kreuzer, wie ihr sehen könnt, mit genau denselben Boni. Und wenn ihr das dann zum Beispiel mit anderen Sachen kombiniert, dann geht es richtig ab. Was ich euch aber gerade eben zeigen wollte, ist hier die neuen Hyper-Relays, das sind diese Eisenbahnschienen im All, die ihr relativ früh hier schon erforschen könnt. Ihr seht, ich habe hier bereits schon 37% erhöhte Kosten. Das heißt, dass das hier wahrscheinlich eher so eine 6000er seltene Forschung sein wird. Kann man also relativ früh bekommen und dann könnt ihr da entsprechende Schienen im All bauen. Diese Schienen, die werden dann, wenn sie fertiggestellt sind, für euch so dargestellt. Ihr seht hier diese lustigen blauen Linien, die hier etwas dicker sind. Das hier sind diese Schienenverbindungen. Und die können sich verdammt schnell dann hier durch diese Systeme bewegen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr baut im Grunde hier so ein Hyperrelais einfach hin. Und das ist dann in jedem System zu finden. Also wirklich überall findet dann hier ein solches Hyperrelais. Und es ist nicht so, dass die dann einfach den Durchflug beschleunigen, sondern de facto teleportieren diese kleinen Hyperrelais eure Flotten von da nach da nach da nach da. Also es macht dann wirklich so zack, 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 zack. Geht wirklich enorm schnell. Und wenn ihr dann euer Reich hier damit verbindet,
dann ja, könnt ihr von diesem Ort zu diesem Ort hier, wo man früher zum Beispiel einfach einen Jump Drive benutzt hätte, schon auch innerhalb relativ kurzer Zeit kommen, was ich euch gerade eben mal versuchen kann zu zeigen, anhand hier meines kleinen Forschungsschiffes, dass ich jetzt einfach mal hier in diese Richtung bewegen lasse. Dann seht ihr, dann wird er jetzt hier in diese Richtung bewegen und ich habe jetzt gerade eben nur einfache Geschwindigkeit. Der Kollege fliegt jetzt hier zu diesem Hyper-Relay hin und dann macht es hier diesen kleinen Jump. Ja, und jetzt ist er auf dem Weg. Und jetzt ist er auch hier angekommen. Er kommt auch direkt beim Hyper-Relay raus, also zum Glück nicht in der Mitte. Und es lädt im Grunde eigentlich das Hyper-Relay hier nur noch auf. Und ihr seht, jetzt ist er schon hier. Dann ist er hier und so weiter und so fort. Geht also wirklich verflixt schnell. So, weswegen wir auch hier sind, das ist hier die Forschung zum Orbitalring. Hier haben wir momentan die Situation, dass ich ungefähr schon 41% mehr für die Technologie bezahle. Also das wird wahrscheinlich eher so eine 10.000er Forschung sein. Und dann könnt ihr schon ganz, ganz standardmäßig den Orbitalring im Ingenieursbereich erforschen. Und der hat es tatsächlich in sich. Da kann ich euch auch gleich noch ein bisschen was zeigen. Aber vorher wollte ich euch noch was anderes zeigen. Denn wie es der Zufall will, habe ich direkt hier in meinem Test-Let's Play schon mal einen zerstörten Orbitalring gefunden, den man einfach rekonstruieren kann. Und ja, das ist eine ziemlich nette Sache. Natürlich muss man erstmal die ganze Legierung dafür aufbringen und so weiter und so fort. Aber das ist eine sehr, sehr coole Sache, dass man diese Dinger halt jetzt auch so random im All finden kann. Und wenn ihr dann diesen Planeten auch noch besiedeln könnt, ist das umso schöner, meine lieben Freunde. Wie das Ganze aussieht, wie die Dinger jetzt sind, wenn sie ausgebaut sind, das zeige ich euch jetzt. Und da sind wir auch schon. Die Sache ist im Grunde, ja, ziemlich einfach. Das Ding hat drei Stufen. Ihr könnt einfach den Planeten anklicken und dann ist da oben jetzt so ein neuer kleiner Button. Oder ihr klickt das, den Orbitalring einfach hier direkt an. Das ist dann wie so eine Raumstation. Und ihr könnt da oben jetzt hier immer zwischen diesen beiden hin und her wechseln. Diese Orbitalringe sind sehr, sehr kampfstark für ihre Größe, wie ihr seht. Also ich bin jetzt hier schon, ja, schon im ordentlichen Mid-Game. Und ihr habt da die ganz, ganz normalen Verteidigungs- und auch Werftstrukturen und auch Ankerplatzstrukturen, wie zum Beispiel in einem ganz normalen, ja, in einer ganz normalen Station, wie ihr es hier sehen könnt, mit Ausnahme des Solarkollektors, der fehlt hier an der Stelle tatsächlich. Und dadurch könnt ihr das Ding ordentlich kampfstark machen. Was ihr aber auch machen könnt, das sind hier zwei normale Gebäudeslots einbauen. Ihr seht da unten schon mal hier der ganz normale Transithafen. Wenn ihr der Meinung seid, hey, die Pops sollen zwischen den Planeten schneller hin und her reisen, dann könnt ihr das einbauen und dann eure Kampfstation sein lassen zum Beispiel. Ihr könnt aber auch diverseste andere Dinge machen. Also hier diese gesamte Liste, könnt ihr Kommandozentrum reinmachen, den Störfeldgenerator und so weiter und so fort. Aber auch neue Gebäudetypen, wie zum Beispiel die Legierungsverarbeitungsfabriken, die es euch ermöglichen, wie ihr sehen könnt, noch mehr Legierungen pro, ja, Arbeiter oder in dem Fall hier von Drohnen hier zu machen. Dann gibt es das synaptische Relay, das die Dienstleistungen von euren Dienstleisterarbeitern verbessern. Und zwar wirklich eklatant, also mit einem fetten Bonus von plus 1 pro Arbeiter. Dann gibt es die Klimaoptimierungsstation, die dafür sorgt, dass ihr einfach mal mehr Nahrung produziert pro Feldarbeiter. Das habe ich hier reingebaut und zwar plus 2. Das ist ziemlich heftig. Dann gibt es die stratosphärische Ionisierung, bringt euch plus 2 für Tech-Drohnen, also mehr Energy-Credits. Und last but not least ja, gibt es noch mal das Ganze natürlich für Bergbauarbeiter mit der Niedrigschwerkraft, mit den Niedrigschwerkraft-Mega-Raffinerien. Und das ist dann alles hier drin. Wenn ihr der Meinung seid, quasi, das soll jetzt hier mal die Wirtschaft meiner Planeten hier boosten, oder ihr geht voll auf militärisch, wenn ihr sagt, quasi, das ist jetzt eine Militärwelt, dann könnt ihr da natürlich auch entsprechende militärische Sachen reinbauen, wie zum Beispiel ein, ja, Verteidigungsnetz, Supercomputer oder sowas in der Art und Weise. Und jetzt schauen wir noch ganz, ganz kurz die Technologie für ja, das Quantenkatapult an. Denn das kann man ja auch erforschen. Und da sind wir auch schon, Freunde. Da ist es. Es ist relativ teuer. Was heißt relativ? Das ist wirklich schon jetzt eher so ein Endgame-Teil. Es ist auch eine seltene Technologie. Und bei mir kostet es momentan 63.000, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier einen Kostenaufschlag von 32%, also ungefähr so 40.000 plus. Dürfte normalerweise die Grundkosten für das Quantenkatapult sein. Und dann seht ihr auch schon hier die Ausbaustufen. Da gibt es erstmal quasi hier das Gerüst. Und danach Stufe 1, 2 und 3
kostet jeweils immer 10.000, die anderen Stufen, die erste Initiale nur 5.000, aber dafür auch 300 Einfluss. Ja, und dann könnt ihr je nachdem relativ weit euch ins All katapultieren. Ja, und vielleicht baue ich dieses Ding jetzt hier im Let's Play. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und da sind wir auch schon. Ich habe euch ja schon gesagt, wir werden die Xenos spielen, also meinen gefräßigen Schwarm. Und dem habe ich natürlich Katalyse mitgegeben, weil ich finde, das passt am besten zu ihnen. Also sie sind auch mit schneller Fortpflanzung ausgerüstet. Und was ich hier eigentlich mache, ist euch zu zeigen, wie geisteskrank die Pop-Produktion mit dieser Kombination aus schneller Fortpflanzung und ja, diesen Nachkommensschwarm ist. Denn die Nachkommensschwärme haben ein Gebäude, was euch auch Bewohnermontage ermöglicht. Und diese Bewohnermontage kombiniert mit dem Klontanks und dem schnellen Fortpflanzung. Wenn ihr beides zusammennimmt, könnt ihr ab einem gewissen Punkt auf eine Pop-Produktion von 12 und sogar noch ein bisschen mehr pro Planet kommen. Mit einer unfassbaren Masse an Pops könnt ihr de facto die Welt schwärmen. Also ihr könnt wirklich Legion werden und damit letzten Endes eure ganzen, ja, Wirtschaftsgebäude easy peasy betreiben. Meine Jungs sind natürlich widerspenstig, was logisch ist, denn sie sind sehr, sehr aggressiv, aber sehr anpassungsfähig und abstoßend. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer fertig und lass reingehen, würde ich sagen. So, was nehmen wir denn dieses Mal für eine Galaxie? Ich nehme mal wieder, ja, nee, keine KI mit Startvorteilen. Zwei gefallene Reiche, zwei Marodeurreiche. Die Tech-Kosten lassen wir jetzt in dem Fall mal bei einfach. Bewohnbare Welten bei einfach. Primitive finde ich eigentlich immer ganz witzig, wenn man da auf mal 2 gehen kann. Krisenstärke, komm, lass mal Krisenstärke auf mal 5 gehen. Im schlimmsten Falle bekomme ich wieder aufs Maul, aber wenn alles gut läuft, hoffen wir mal, dass alles gut läuft, wird das hier fantastisch zufälliger Krisentyp. Anfangsjahr des Midgames machen wir 2300. Nee. Hier gehen wir auf. Moment, wir haben ja. Nee, das ist ja in 100 Jahren schon. Machen wir 150 Jahre. Dann gehen wir hier auf 500 Jahre. Oder. Ja, doch. Und hier sind wir dann ready in 2700 oder sowas. Ich weiß nicht, Schwierigkeit, warum ist das Skipper eingestellt? Wir gehen auf Kapitän, das ist sozusagen normal. Und das Spiel wirft euch so, der KI sowieso bloß Ressourcen in den Rachen bei den höheren Schwierigkeitsgraden. Deswegen lassen wir das einfach mal hier fair ausgeglichen. Denn wir sind ein gefräßiger Schwarm. Sie werden sich sowieso alle gegen uns hier verschwören. Fortschrittliche Nachbarn bleiben wir auf aus. Hyperraum, Routendichte ist einfach. Verlassene Sterntore einfach. Wurmluftpaare einfach. Garantiert bewohnbare Welten 2. Reisende sind an. Xenokompatibilität machen wir besser mal aus. Nicht, dass das Spiel durch abstürzt. Dann Wachstumsskalierung machen wir mal 0,25. Dann wachsen die alle nicht zu schnell. Wobei doch, ich gehe mal auf die 0,5. Ich gehe auf die 0,5. Und wir gehen hier in den Eisenmann und starten. So. Diese Folge könnte ein bisschen länger werden, weil ich am Anfang ja noch die Vorstellung der anderen Sachen gemacht habe. Aber hier ist schon mal die erste Grundsituation. Ich habe euch ja bei den Flotten ja schon gezeigt, wie diese Nachkommen-Korvetten hier zu sehen sind. Ja, also ihr habt dann hier quasi hier diesen Bonus, der eure Mali ausgleicht, aber sogar überkompensiert, was sehr, sehr nice ist. Das sorgt dafür, dass unsere anfänglichen Flotten natürlich neben der Tatsache, dass wir als gefräßiger Schwarm schon ordentliche Kampfboni mitbringen, nochmal 5% mehr Kampfboni mitbringen. Ich habe festgestellt, dass die Flotten unglaublich durchhaltend sind als gefräßiger Schwarm, weil sie halt auch noch diese Hüllenregeneration mitbringen. Also das ist schon wirklich nicht von der Hand zu weisen, wie brutal gefährlich dieses Ding hier ist. So, das Erste, was wir jetzt allerdings machen, ist beim Schiffsdesign, wir strippen erstmal hier alles, damit wir am Anfang gleich ein paar Legierungen bekommen. Das müssen wir bei beiden machen, also bei der Nachkommenskorvette und Dingen. Also man kann die sogar unterschiedlich aufbauen und ihnen dann unterschiedliche Rollen geben. Ne? Also klar, beide würden gleich kämpfen, aber man könnte zum Beispiel sagen, bei größeren Schiffen, ja, du bist jetzt ein Linienschiff hier und du bist jetzt ein Artillerieschiff. So, also in der Art. Und dann wären die weiter hinten und würden vielleicht nicht so schnell angegriffen werden, währenddessen da vorne Welle um Welle der
Drohnen verheizt werden. Das kann man sich an der Stelle, glaube ich, ganz, ganz schön vorstellen. So, wir werden das jetzt hier erstmal gewinnbringend für Legierungen umbauen. Dann gucken wir auf unsere Welt. Und da beobachten wir hier schon mal ein neues Gebäude. Und zwar hier das sogenannte Nachkommennest. Das Nachkommennest ist eklatant. Das ist so eine Art Baum des Lebens Light, wenn ihr so wollt, in Hardcore. Klingt komisch, ist aber so. Denn wenn wir das Ding nicht haben, heißt es nicht, dass irgendwie unsere Pops ja, sterben oder so, wie es zum Beispiel jetzt auch bei den Klonen, im Klonhintergrund der Fall wären, sondern wir haben halt einfach nur fette planetare Mali. Wenn das Ding allerdings gebaut ist, haben wir ordentliche Boni. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen Nachkommensdrohne, die für uns, wie ihr sehen könnt, Nachkommendrohnen erhöhen die Dienstleistung und die organische Bewohnermontage monatlich, erschaffen Nachkommenarmeen und erhöhen die Produktion von Arbeitsdrohnen um 10%. Das zimmert richtig rein. Also wir sind hier dann richtig produktiv. Und dadurch fangen wir jetzt hier schon mal an mit dem erhöhten Wachstum, weil wir auch ein gefräßiger Schwarm sind, von 6,07 plus einer Bewohnermontage von 3,0. Und wenn ihr das Ganze dann miteinander dann später noch mit dem Klontanks kombiniert, könnt ihr da auf nochmal, also plus 2 bzw. plus 3, also 5 oder 6 kommen. Also ich habe dir da einige Planeten schon gesehen, wo du dann hier, wenn du das beides zusammenrechnest, 12 hast. Das ist so krass. Und wenn ihr dann hier theoretisch sogar noch das Ganze weiter ins Extrem treiben wollt, dann nehmt ihr Pilze oder Pflanzen mit der Sprossung. Und dann wisst ihr, was passiert, dann ist die Bewohnermontage völlig außer Kontrolle. Soweit kann ich euch das jetzt schon mal sagen. Aber dieses völlig außer Kontrolle lassen wir jetzt hier gerade eben mal, das überlasse ich anderen an der Stelle. So, mit diesem Boni hier fangen wir jetzt erstmal an zu forschen. Ich gehe erstmal hier auf bessere Forschungsbedingungen. Das finde ich alles sehr, sehr gut. Den Rest machen wir später. Wir holen uns jetzt hier als allererstes diesen Asteroiden. Ach, nicht das Forschungsschiff. Ich wollte ja das da holen. So, Bergbaustation und schauen uns jetzt hier mal an, wo wir uns befinden. Okay, wir sind hier. Das hier ist eine aride Welt. Wir starten auch auf einer ariden Welt. Dann lass uns als allererstes hier dieses System erkunden. Dann gehst du noch dahin. Und ja, wir lassen jetzt zum allerersten Mal laufen, denn wir müssen jetzt hier keine Richtlinie ändern. Wir sind ja einfach nur ein gefräßiger Schwarm. Ja, let's go. So, das war jetzt hier schon mal wichtig. Dadurch haben wir jetzt hier unsere ersten Legierungen gerade eben schon mal freigeräumt. Und ja, ihr müsst natürlich einiges jetzt hier dann auch managen, ne? Also mit dieser hohen Pop-Growth. Das ist sehr, sehr intensiv. Aber sorgt halt dafür, dass man relativ schnell anderen Reichen hoffnungslos überlegen ist, wie ihr euch vorstellen könnt. Also das ist jetzt hier quasi der gefräßige Schwarm auf Crack. So, da ist jetzt hier das erste Teil. Das Problem ist, ich kann mir halt einfach keinen leisten, weil ich nicht genügend Einigkeit produziere. Das wird also ein bisschen dauern. Aber ich habe es immerhin schon mal gebaut. So, in der Zwischenzeit baust du jetzt hier das da auf. Ich kann auch gerade eben, glaube ich, mal auf Geschwindigkeit 2 easy peasy gehen oder sogar auf 3. Dann gehen wir einfach immer auf Pause und Bergbaustation kann ich gerade eben noch nicht machen. Momentan einfach alles noch zu teuer. Jetzt können wir es machen. So. Kann ich den mir jetzt leisten? Jetzt kann ich ihn mir leisten. Da sind nur Raketenwissenschaftler drin. Aber das können wir vielleicht anders machen. Weltraumkunde. Na ja, komm, ich nehme mal dich da. Du könntest am Anfang sogar sehr, sehr wertvoll für mich jetzt hier werden. Du bist einer der Indus-Raffines. Ah, okay, der hat schon diesen Perk. Na dann. Dann ist es halt so. Also gut, dann wirst du jetzt halt hier ausgebildet, dann können wir dich später vielleicht nochmal irgendwo einsetzen. Dich schicke ich jetzt hier da runter. Also mal diese Systeme hier schon mal aufdecken. Und dann warten wir, was als nächstes passiert. So. Die lassen wir gerade eben mal am Anfang sein. Ich glaube, ich gehe mit der Geschwindigkeit mal um 1 rum. Ich finde es sehr unangenehm, gerade eben so krass schnell zu spielen. Aber ihr seht's, ne? Also wie das jetzt hier abgeht. Wir haben hier noch 6 Jobs frei. Die werden halt hauptsächlich hier, wie ihr sehen könnt, Wartungsdrohnen sein. Die halt Dienstleistungen produzieren. Aber eigentlich brauchen wir die gar nicht so dringend. Das, was wir eigentlich brauchen, das ist am Anfang Legierung. Denn wir wollen hier sehr, sehr schnell mit der Legierung an den Start gehen. Ja, komm, du brauchst noch das hier schnell. Aber das Schöne ist, wir machen halt auch gut Nahrung momentan und wir machen auch gut Energy Credits, also es gleicht sich alles wunderbar aus für uns.
So, wenn er das jetzt hier gemacht hat, kann der Kollege dann eigentlich schon mal da oben hingehen und sich das da dann unter den Nagel reißen. Theoretisch könnten wir also aber auch schon anfangen, jetzt hier das erste Kolonieschiff an den Start zu bringen. So, und jetzt haben wir hier die Entdeckung von Alienleben. Ja, die Unipok hat auf Breslin 3 einen verblüffenden Fund gemacht. Auf dem Planet wimmelt es nur von Alien-Lebensformen, die wir natürlich alle sofort aufgefressen haben. Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind wir auf Lebensformen getroffen, die nicht von der Hive-World stammen. Diese erstaunliche Entdeckung hat jene zum Schweigen gebracht, die glaubten, wir wären allein im Universum. Ich finde es lustig, ne? Das ist immer noch so ein ganz normaler Text. In Wahrheit müsste es eigentlich nur sein. Oh, dann raus, der ist Futter, Futter. Obwohl keiner der Alien-Kreaturen auf Breslin 2 fühlend sind, weil es uns auch ohnehin nicht interessiert, wir haben sie nicht gefragt, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auf fühlende Wesen treffen und sie essen. So, wir bekommen 250 Sozialforschung. Das hier überspringen wir. Rebentic Dust Clouds. Einfache Lebensformen haben wir kennengelernt. So, das ist jetzt hier der Planet. Wenn ich dich hier, ja genau, du bist schon auf dem Weg. Die ersten Level-Ups finden statt. Und was kostet das Ding noch? 168. Komm, wir gönnen uns das. Ich will so schnell wie möglich mehr Legierungen haben. Denn mein Plan ist es, so schnell es geht, jemanden zu attackieren und auszulöschen, wenn es geht. Wir gehen deswegen jetzt hier wieder in den Schiffsdesigner rein und holen uns jetzt hier erstmal wieder unsere Bewaffnung. Einen Schild da rein und zwei Panzerungen. Der Rest ist in Ordnung. Wir haben ja auch gerade eben. Das verdoppelt halt so ein bisschen die Arbeit, was diese Raumschiffe angeht. Aber das machen von euch manche wahrscheinlich sowieso, wenn sie quasi mehrere Arten einstellen. Und mit denen hier haben wir jetzt von Anfang an zwei Typen, wobei halt diese Nachkommenschiffe halt deutlich die Spezialisten hier sind in jeglicher Hinsicht. So, dann sofort wieder upgraden. Und dann warten wir eigentlich nur darauf, dass der jetzt hier endlich genau das System hier erforscht hat. So, die Hive-Station hier ist am Start. Du bist jetzt ja auch am Start, gut. Da drüben hin. Wir bauen hier die Legierungsfabrik. Und ihr seht, wie schnell das geht, ne? Also der hier, der baut einen. In der Zeit baut er halt immer noch zwei. Also wir haben momentan einfach ein Bevölkerungswachstum im Vergleich zu standardmäßigem, gefräßigen Schwarm von 50% plus. Plus 50%. Das ist enorm. So, wir könnten das Ganze jetzt natürlich noch total übertreiben, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir jetzt hier auf, ich glaube, Ausbreitung gehen würden. Das Problem ist bloß, dass Ausbreitung nur bedingt viel bringt. Auf der anderen Seite würde es uns halt diesen Kickstart geben, den wir brauchen. Ich mache die Ausbreitung. Ja, mache die Ausbreitung. So, du machst jetzt hier noch das da. Gleich ist das erste Kolonieschiff ready. Da ist es. So, dann gehen wir da hin. Und werden hier das Ding hat tatsächlich eine Dingens. Ich fasse es nicht. Ich muss diese blöde Anomalie machen. Sonst kann ich den Planeten nicht kolonisieren. Das ist jetzt eine kleine Hinderung, die unangenehm ist. So, du gehst derweil mal dahin und erweiterst hier schon mal unseren Einflussbereich in diese Richtung. Da wäre schon mal gut, dass wir jetzt hier so eine Art Astquadrat haben, bei dem wir uns jetzt hier so ein bisschen einbunkern können. Du hast Level 2, also das heißt, dass diese Anomalie für dich schon ein bisschen herausfordernd wird. Die Liga der Ersten ist es. Wir haben auf Yanlo Ikasa Artefakt einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Wenn es stimmt, dass wir von diesen Artefakten gelernt haben, dann war diese Zivilisation eine Art von Föderation und bestimmt sehr lecker, die aus vielen verschiedenen Alien-Rassen bestand, die bestimmt auch alle sehr lecker waren. Sie nannten sich selbst die Liga der Ersten und scheinen unter relativ friedlichen Bedingungen von ungefähr 2 Millionen Jahren gelebt zu haben. Völlig unverständlich für uns.
wie kann man andere nicht essen wollen? Das Yanloikasa-System liegt in dem Weltraumbereich, der wohl das Kerngebiet ihres Territoriums war. Doch den Artefakten, doch unter den Artefakten befindet sich aber auch ein Kartenteil, der darauf zurückschließen lässt, dass diese Liga der Ersten von einem Zusammenbruch einst wohl einen bedeutsamen Teil unserer Galaxie beherrscht hat. Vielleicht waren das ja sogar wir? Ich habe keine Ahnung. Wie wir entstanden sind. So, Kontakt bricht Überreste, das ist das Standard-Event. Das lassen wir mal gerade eben sein. Jetzt fängt er endlich an. Um Gottes Willen. Zum Glück dauert das nicht zu lange. Es gibt nämlich auch welche, die wirklich episch lange brauchen. So, du bist schon hier, dann machst du noch das da, System erkunden. Ah, das ist die zweite aride Welt, dann schicke ich dich doch direkt da oben hin. Dann weiß ich schon, was wir jetzt hier machen werden. So, kurzer Blick hier rein. Hier arbeiten noch alle schön brav. Genau, ich mache nämlich jetzt hier mehr davon. Dafür verbrauche ich jetzt aber auch wiederum mehr Nahrung. Muss man im Auge behalten, weil bei uns wird es ja über die Nahrung abgezogen. Flüchtige Ressourcen. Scans des Planeten haben dichte Vorkommen natürlicher Gase unterhalb der Oberfläche ergeben. Die reichen Ressourcen sind extrem energiesparend und würden der Energieleistung unseres Oberflächenproduktions stark erhöhen. Die Nutzung dieser Ressourcen würde sie aber ziemlich schnell erschöpfen, da die Vorkommen selten und klein sind. Für Brennstoffmodifikator Gasvorkommen plus 50% Energy Credits. Das ist viel. Das ist enorm. So, kann ich dich jetzt hier endlich kolonisieren? Kann ich, na also. Dann geht das jetzt hier also los. Und wir fangen jetzt hier schon mal an, unsere erste Flotte aufzubauen. Übrigens, es gibt eine Beschränkung, wie viele von diesen Nachkommensschiffen man haben kann. Das hängt von der Flottengröße ab. Von den Korvetten kann man natürlich wie immer am meisten haben, am zweitmeisten von den Zerstörern und so weiter und so fort. Und ganz wenige von den Schlachtschiffen, die besonders durchhaltend sind. Wie gesagt, momentan können wir 3 davon haben. Also ich könnte jetzt aber maximal 2 in eine Flotte packen. Das System dahinter habe ich noch nicht hundertprozentig verstanden, weil es auch nicht offen kommuniziert wird, aber wie gesagt, ich kann jetzt 2 von diesen Flotten da rein tun und jetzt zum Beispiel einfach sagen, komm, mach das hier mit den restlichen 18 voll, was sicherlich auch in Ordnung ist, denn ihr wollt jetzt nicht euer einziges Nachkommensschiff verlieren und dann quasi mit kopflosen Drohnen kämpfen, die dann nur noch die Mali haben und keinen Bonus mehr. Deswegen ist es schon wichtig zu sorgen, dass diese Flotten, die ihr habt, sehr elitär sind und nicht so weit gespreadet. So, wir haben jetzt unsere allererste Xenos-Kolonie, die wir jetzt hier anfangen aufzubauen. Du kannst hier nochmal ein bisschen mehr Energy Credits hier holen. Und ja, der wird jetzt eine Weile brauchen. Wie lange? Jetzt haben wir hier schon 36 Pops. Das geht hier ordentlich schnell, wie ihr seht. Theoretisch könnte ich jetzt hier den zweiten Slot hier auch gleich schon mal benutzen. Ja, komm, lass es machen. Wir gehen ja direkt auf Forschung. Finde ich gerade eben wichtig, dass ich einen kleinen technologischen Fortschritt hier schon am Anfang spüre. Was mache ich für einen Gouverneur? Ah, der macht mehr Forschung. Das ist angenehm. Das ist angenehm. Damit kann ich leben. Danach sollten wir das hier noch machen. Er baut jetzt hier gerade eben das hier aus. Du baust das hier aus. Und da kommt auch schon die Möglichkeit, hier mit einem zusätzlichen Pop zu starten. So, das heißt, wir haben gleich von Anfang an 2 Pops. Das ist gut. Das bringt uns einen kleinen Vorteil. So, Konstruktionsschiff hier schicke ich, glaube ich, direkt schon mal dahin, weil ich glaube, der ist gleich fertig hier. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, da ist es passiert. Halt, bitte den hier anwählen. Oh, erst sein lassen. Bitte lass es nicht schon wieder den Planeten sein. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es ist nicht der Planet. So. Also, dann. Wissenschaftler erlangt Eigenschaft, das ist gut. Ich fange jetzt schon langsam aber sicher an, hier genügend
Wenn er jetzt angefangen hat, kann ich eigentlich anfangen, meine Flotte aufzubauen. Oh. Oder wir machen einfach nochmal ein weiteres Konstruktionsschiff an der Stelle. Und holen jetzt die nächsten Schiffe rein. Und wir haben unseren ersten... Unsere erste Mahlzeit, die sich hier freiwillig meldet. Können wir mal gerade eben mal direkt kennenlernen. Wobei, ich könnte auch einfach sagen, nee, ich verzichte darauf. Ja, jetzt macht das leider trotzdem schon. Egal, ist nicht so wichtig. So, die erste Technologie ist durch. Weil dieser Kollege uns wahrscheinlich Probleme macht, gehen wir hier direkt auf die Gauss-Geschütze. Er ist jetzt hier auch gerade fertig. Sofort diese Bergbaustation bauen. Technology conceived. Dieses Forschungsschiff ist hier ready. Du kannst jetzt hier nach dieses System erkunden. Dann gehst du jetzt dahin und kümmerst dich um das da. Wir machen nach der Aktion relativ bald noch das nächste Kolonieschiff. Oh, Hydrokulturfarmen für uns absolut wichtig. Denn wir werden sehr hungrig sein. Nahrung wird für uns ein Problem. Bei uns basiert eigentlich alles auf Nahrung. Ich muss eigentlich, also ihr seht, ich habe ja auch gar nichts in dieser Richtung drin. Gar keine Mineralien. Strategische Ressource, flüchtige Teilchen entdeckt. Was wir überhaupt nicht brauchen können, wie gesagt, ist momentan Mineralien. Okay, unsere Sprachdrohnen, die sind wahrscheinlich eher so krächzen und zischen sind zunehmend frustriert darüber, dass wir versäumt haben, mit ausreichend Material zu versorgen, das ihnen dabei helfen könnte, Fortschritte bei der Dekodierung der Sprache der von uns als Kopf-Aliens genannten Fremden zu erzielen. Es scheint, dass diese wiederum ihr Mögliches tun, um zu verhindern, dass ihre Signale von den falschen Trommelfällen gehört werden. Okay. Na, dann ist es halt so. Das wird uns nicht aufhalten auf lange Sicht. So, wir haben jetzt hier die nächste Flotte am Start. Bin am Überlegen, ob ich jetzt hier... Ja komm, ich kaufe mir das hier gerade eben. Hier wird noch eine weitere Flotte gebaut. Dann machen wir das Kolonieschiff. Und für das da oben. Dann haben wir einen unglaublich krassen Kickstart hier hingelegt. Hier haben wir jetzt schon 37 Pops, 38, 39 sind gleich da. So, wir gehen hier dann auf nochmal Nahrung. Nächste Technologie ist da. Und hier gehen wir auf 5% mehr Forschungsgeschwindigkeit. So, nur das hier ist auch unser. Das ist eine Tundra-Welt. Die können wir nicht so gut besiedeln. Uch, wer ist denn das? Ein Geisterschiff? Okay, sowas haben wir noch nie gesehen. Das ist neu. Das sollten wir uns in Ruhe demnächst mal angucken. Aber erstmal macht er jetzt hier sein Ding. So, Konstruktionsschiff. Du kannst ja gerade eben leider gar nichts machen. So, und damit haben wir unsere erste Kolonie. Und diese Kolonie hier bekommt als Destination... Ah, genau, das ist natürlich erstmal Agrarwelt, weil das wird für uns mega wichtig. Und das hier ist der Malus, wie ihr sehen könnt, wenn ihr dieses Gebäude hier noch nicht gebaut habt. Wo ist es denn hier? Diese Nachkommenwelt. Da hole ich mir jetzt allerdings... Das ist ein relativ teures Gebäude. Für die Mineralien rein... Und dann könnt ihr euch das Ding hier einfach bauen. Dauert auch nicht allzu lange. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr dann später sofort hier quasi dann, sobald dieser Job entstanden ist, den Pop, einen eurer Pops da hinein designiert, weil ansonsten, ja, wird es ein bisschen uncool, sage ich jetzt mal. Dann habt ihr nämlich eine sehr, sehr ineffiziente Welt und darauf habt ihr wahrscheinlich auch keinen Bock, wie ich mir vorstelle. So, meine lieben Freunde, aber ich glaube, dass wir jetzt demnächst... Wenn wir dieses zweite Kolonieschiff losschicken, dann ist das, glaube ich, für heute auch schon gut. Denn wir sind jetzt schon mit dem anderen Teil des Videos schon bei über 35 Minuten aus meiner Sicht. Und ich hoffe, der DLC gefällt euch. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Es scheint, dass unsere Sprachdrohnen bei dem Versuch, die Sprache von den anderen Aliens, den Schluss einen großen Rückschlag erlitten haben. Was sie für eine Sprache hielten, ist bedauerlicherweise gar keine. Okay, bedauerlicher Fehler. Wenn ich dich da rauspacken komme, ich will sie gar nicht mehr entdecken. Denn ich spiele einen Iron Man und es gibt die Möglichkeit, quasi einen Full-All-Out-War zu spielen. Und wir werden mal uns anschauen, ob das immer noch funktioniert.
So, Wachstumsgeschwindigkeit von Bewohnern. Warum nicht noch mehr eskalieren? Warum nicht? Jetzt haben wir nämlich dadurch ja schon also ein bisschen eine Einbuße, weil wir jetzt hier eine zweite Welt haben, wie ihr sehen könnt. Aber das geht jetzt hier schon richtig krass zur Sache, Leute. Das geht richtig ab. So, da ist jetzt der Kollege. Und dann würde ich aber mal sagen, sind wir, glaube ich, auf dem besten Weg. Ich bedanke mich bei eurer Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das, was ihr schon gehört habt, gefällt euch. Wir werden natürlich in Zukunft noch mehr Stellaris machen. Und das hier ist natürlich eine klassische Let's Play-Reihe. Schaut nachher um 20 Uhr auf jeden Fall hier auf meinem Kanal vorbei. Dann seht ihr nämlich, was ich für ein Vasallenvolk erstellt habe. Da habe ich mir nämlich auch ein paar lustige Gedanken gemacht. Und falls ihr euch das Ding selber holen wollt, wisst ihr Bescheid. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr bei Gamesplanet mit meinem Rabattcode den DLC günstiger kaufen. Gut, ciao, ciao.